Der Dramatiker war Anfang 30, als er von einem Reporter nach jenem seiner Stücke gefragt wurde, das er selber für sein gelungenstes halte. Gut, antwortete Gerhard Hauptmann, selbstverständlich unterhalte man zu allen seinen Werken sehr enge Beziehungen. Doch vielleicht in diesem Moment erschien ihm das Drama Einsame Menschen als das Trefflichste. Einsame Menschen ist ein in mancher Hinsicht ziemlich beklemmendes Stück, meine Damen und Herren. Es wurde 1891 in Berlin uraufgeführt und traf, wie man so salopp sagt, den Geist der Zeit. Etwas präziser ausgedrückt, den Geist der Männer jener Zeit. Worum geht es? Ein junger Gelehrter brütet über einer akademischen Arbeit, einem philosophischen Problem, dessen genauen Inhalt wir nicht kennenlernen, von dem wir aber erfahren, dass allein die Fußnoten der Lösung mehr als ein halbes Dutzend Seiten füllen werden. Dieser junge Mann, der heißt übrigens Johannes Fockerath, kommt also mit der Arbeit nicht recht voran und schiebt die Schuld an den nur schleppenden Fortschritten seiner Frau zu, die unlängst erst das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. Käthe, seine Frau, sei ihm geistig nicht gewachsen, findet der junge Gelehrte. Ihre Dumpfheit behindere seinen geistigen Adlerflug. Als Hausfrau, als Mutter gäbe es nichts an ihr auszusetzen, doch für die Tiefe seines Denkens habe Käthe nun einmal überhaupt kein Begriffsvermögen. Käthe glaubt das übrigens auch. Sie hat den Vorwurf schließlich häufig genug gehört. Sie weiß, dass Philosophie nicht ihre Stärke ist. Unglückseligerweise schämt sie sich dafür. Die Lage spitzt sich zu, als eine junge russische Studentin, die kluge Anna Ma, eher zufällig die Szene betritt. Von dieser klugen Frau fühlt sich Johannes verstanden. Mit ihr kann er reden. Kann er auch mit ihr leben? Wohl nicht. Es gibt für die beiden keine gemeinsame Zukunft. Johannes begeht Selbstmord im Müggelsee. Für manche Zeitgenossen galt das Drama als eine Art Schlüsselstück. Der Dramatiker Frank Wedekind etwa glaubte, sich auf der Bühne wiederzuerkennen. Er hatte Hauptmann einmal etwas von seinen persönlichen Eheproblemen erzählt. Auch Hauptmanns Bruder Karl fand sich getroffen. Schließlich hatte er unlängst, nein, nicht mit einer Russin, aber mit einer Polin, eine Art Erweckung erlebt. Theodor Fontane, der als Theaterkritiker auch dieser Uraufführung beiwohnte, fand Vertrautes aus dem eigenen Milieu und stand damit ganz gewiss nicht allein. In jenen Jahren kursierte in Berlin, kursierte in ganz Deutschland ein Schlagwort, das dem Titel eines Pamphlets entnommen war und die Ehelüge lautete. Die Ehelüge, das stand für die Unvereinbarkeit von Ehe mit Selbstentfaltung, von Eros und häuslicher Liebe, stand, wie es ein Wortführer ausdrückte, für die Kastration des Mannes. Gerhard Hauptmann drückte sich in seinem Tagebuch literarisch eindeutiger aus. Er schrieb, das Weib von heute sitzt, kann und will nur sitzen. Der Mann schreitet. Ob auch viele Frauen ihre Lebensgeschichte in diesem Theaterstück wiederfanden, ist nicht verbürgt. Immerhin eine dürfte sich erkannt haben, das war Marie, die Gattin des Dramatikers Hauptmann. Und sie erkannte sich naturgemäß nicht in der Rolle der klugen russischen Studentin, sondern im Part der bornierten Käthe. Sie war nicht die Einzige, der die Ähnlichkeit auffiel. Diese Marie Hauptmann, geborene Thienemann, war die Tochter eines reichen Kaufmanns aus Radebeul. Hauptmann lernte sie 1882 bei der Hochzeit seines Bruders Karl kennen, der ihre ältere Schwester geheiratet hatte. Es kam zu einer heimlichen Verlobung. Fortan waren zumindest die finanziellen Sorgen des Dichters vorerst entfernt. Dieses Leben war bislang eher richtungslos verlaufen. Hauptmann war allenfalls ein mittelmäßiger Schüler gewesen, woran auch seine Anfälligkeit für Krankheiten eine Mitschuld trug. Es drängte ihn dann in die Landwirtschaft, doch dafür war er erst recht nicht kräftig genug. In Breslau belegte er Kurse in einer Bildhauerklasse, wurde aber relegiert. Er war wohl weder fleißig noch begabt genug. Mit Marie
kam das Glück. Jetzt konnte er Philosophie und Literatur studieren, doch das taugte ihm nur kurz. Unverdrossen finanzierte seine Verlobte, geheiratet wurde erst 3 Jahre später, auch eine Bildungsreise durchs Mittelmeer und einen Romaufenthalt, wo Hauptmann sich erneut erfolglos der Bildhauerei zuwandte. Nicht erfolgreicher waren seine Versuche als Zeichner und als Historiker, aber er war und blieb ein hervorragender Erzähler. So kam er zum Schreiben, so kam er zum Theater, so kam er zu der Erfahrung, dass der wahre Künstler zwar unterhalten, doch nie eingeschränkt werden darf. 3 Kinder und 8 Jahre später ging die Ehe zu Bruch. Da war Hauptmann aber schon auf dem Weg, einer der erfolgreichsten Dramatiker Deutschlands zu werden. Diesen Erfolg verdankte er einem Stück über den Aufstand der schlesischen Weber im Jahre 1848, die in einem so erbitterten wie erfolglosen Kampf für eine Verbesserung ihrer erbärmlichen Lebensumstände schritten. Die preußische Armee setzte dem aufrührerischen Treiben bald ein sehr blutiges Ende, doch im Bewusstsein weiter Kreise des Volkes war hier ein erstes Signal für den Kampf um soziale Gerechtigkeit gesetzt worden. Schon Heinrich Heine hatte den Aufständischen durch sein Weberlied mit dem eingängigen Refrain wir weben seinen Respekt erwiesen. Mit Hauptmanns Stück, ursprünglich hieß es auf Schlesisch Der Weber, kam nun erstmalig im großen Stil ein Drama auf die Bühne, in dem es weniger um einzelne Helden, in dem es vielmehr um einen ganzen Stand ging. Und es zeigte die Vertreter dieses Standes und ihre Gegner nicht in einer idealisierten Form, sondern als durch und durch nach der Wirklichkeit gezeichnete Geschöpfe. In der Literaturgeschichte spricht man deshalb vom ersten großen Erfolg des deutschen Naturalismus. Übersetzen Sie vielleicht zu sehr den Begriff Naturalismus durch sozialen Realismus, dann erkennen Sie die Zielrichtung. Hauptmann galt, wie Thomas Mann das übrigens durchaus lobend ausdrückte, als der mitleidige Dichter. Und zwar der mitleidige Dichter der Armen. Und er galt auch als der mächtige Erneuerer des deutschen Theaters. Diese Kennzeichnung brachte Hauptmann viel Zustimmung von Kollegen, akademische Ehrungen, Theaterpreise und als Krönung 1912 den Nobelpreis für Literatur. Weniger begeistert war sein Kaiser, war Wilhelm II. Seine Majestät hatte aus Protest gegen die Uraufführung der Weber seine Loge im Deutschen Theater kündigen lassen. Er misstraute dem Schriftsteller auch noch, als der sich bereits vom naturalistischen Theater ab und sich mystischen und mythischen Stoffen zugewandt hatte. Zu Hannelis Himmelfahrt etwa oder Und Pippa tanzt. Für die Hohenzollern, ganz besonders für Wilhelm II., blieb Gerhard Hauptmann ein tief in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, einer jener berüchtigten vaterlandslosen Gesellen, denen nicht über den Weg zu trauen war. Enthielt nicht auch sein Beitrag zur 100-Jahr-Feier der Befreiungskriege im Jahre 1913 Passagen, die verdächtig nach Pazifismus rochen? Dass Hauptmann zuvor vor der gefährlichen Mittelmäßigkeit der Sozialdemokraten gewarnt hatte, die Menschen in falsche Bahnen zu lenken drohte, war dem Kaiser nicht hinterbracht worden. Wilhelm II. Dürfte daher angenehm überrascht gewesen sein, als er nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs ausgerechnet jenen suspekten Gerhard Hauptmann als Kampfgenossen für die Sache des Deutschen Reiches an seiner Seite fand. Der Dichter unterzeichnete nicht nur den berühmten Aufruf der 93, ein Manifest berühmter deutscher Künstler, Philosophen und Naturforscher, die den deutschen Kaiser als Friedenskaiser feierten und die kulturelle Mission Deutschlands priesen. Hauptmann beteiligte sich sogar als Propagandist und zu seiner Ehre muss angefügt werden, dass er diese Verse später wieder aus seinem Gesamtwerk streichen ließ. Hat ihn dieser Einsatz für seinen Kaiser mit Majestät versöhnt? Nur wenig. Wenn es um Dichtung und Naturalismus ging, zog Wilhelm II. Allemal Ludwig Ganghofer vor. Wir machen jetzt
verehrte Zuseher, einen deutlichen historischen Schnitt und springen in den Herbst des Jahres 1930. Die Wahlen zum Reichstag sind gerade abgehalten worden. Die NSDAP wurde sensationell zur zweitstärksten Kraft im Parlament. Im jüdischen Kaufhaus Wertheim haben SA-Trupps die Fensterscheiben eingeschlagen. Die Brüder Heinrich und Thomas Mann treffen sich in einem Kaffeehaus und überlegen, wie man dem finsteren Treiben ein Gegenzeichen setzen kann. Vielleicht ein Manifest, eine Erklärung, einen Aufruf, unterzeichnet von den großen, den berühmtesten Köpfen der Republik. Einstein, Remarque, Piscator und natürlich Hauptmann. Hauptmann war im Jahr zuvor, also 1929, nach langem Zögern der Preußischen Akademie der Künste beigetreten. Als Schriftsteller war er nach wie vor unendlich produktiv, legte fast Jahr für Jahr neue Versdramen, Tragödien, Fortsetzungsromane und vieles mehr vor. Zudem war er nachhaltig mit der Verwaltung seines Ruhmes beschäftigt. Zwar hatte auch Thomas Mann 1929 den Nobelpreis für Literatur erhalten, doch es konnte weder in Deutschland noch im Ausland ein Zweifel daran bestehen, dass Gerhard Hauptmann der deutsche Schriftsteller schlechthin war. Das führte er trotz seiner häufig erklärten Liebe zur Abgeschiedenheit auch nach außen vor. Er repräsentierte. Und die Mittel dazu kamen in dieser Zeit mehr und mehr aus einem neuen Medium, dem Film. Kein deutscher Schriftsteller von Bedeutung hat sich so früh dieser neuen Kunstform verschrieben, hat die eigenen Stoffe wie Die Ratten oder Hannelis Himmelfahrt durch jenes Medium Film einer neuen Öffentlichkeit erschlossen. Kurzum, Hauptmann war und blieb, wie wir heute sagen würden, ein Medienereignis. Und damit schnell zurück zu unseren Brüdern Mann in ihrem Kaffeehaus. Heinrich hat den Aufruf formuliert, Thomas übernimmt es in fast devoten Worten Gerhard Hauptmann, um eine Unterschrift zu bitten. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Hauptmann zeigt sich äußerst verwundert über das Ansinnen, einen Aufruf ausgerechnet gegen die Nationalsozialisten zu unterzeichnen, und er lehnt brüsk ab. Thomas Mann entschuldigt sich, fast klang er erleichtert. Das Projekt hat sich damit erledigt. Es kam, verehrte Zuseher, es kam dann doch noch um einiges übler. Gerhard Hauptmann führte gleich im März 1933 die Deutsche Akademie der Dichtung zu den Nazis, beantragte im selben Jahr die Mitgliedschaft in dieser Partei, ließ sich von einigen besonders ekelhaften Würdenträgern des Dritten Reiches hofieren. Hatte das Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk? Überraschend wenig. Wichtiger war wohl die moralische Erschütterung, die von seiner Komplizenschaft ausging. Er galt immerhin, wir haben das vorhin von Thomas Mann gehört, er galt immerhin als der mitleidige Dichter, als der Dramatiker mit dem so überaus sensiblen Ohr für die echten und die falschen Töne. Stand zudem auch in der Tradition schlesischer Mystiker, Lichtjahre entfernt von dem Runengedöse brauner Ideologen. Wohin diese Ideologie führte, musste Hauptmann noch miterleben. Er wurde Zeuge, wie die Stadt Dresden in Schutt und Asche bombardiert wurde und wie fremde Truppen sein Haus in Schlesien in Besitz nahmen. Fraglich, ob sich dieser große Schriftsteller am Ende seines Lebens einen Reim darauf machte.